1,38 Milliarden Inder sind unterwegs. Also jetzt nicht übertrieben unterwegs, aber sind schon auf dem Weg. Und die, dann kommen noch die ganzen Asiaten weiter hinten dran. Das ist also dann Bangladesch hinten dran noch weiter. Das ist dann Pakistan. Das ist, also was da alles los ist. Die sind ja schon regelrecht dann flugtechnisch am unterwegs sein. Also ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr kämpfen müsst. Stop the madness. Stop the madness. Die fette Zeit ist durch. Also noch ist alles gut, aber es kommt irgendwann dieser Bruch. Dann macht das Bam und dann ist es erledigt. Und dann müsst ihr bereit sein. Ich kann euch das nicht nah genug und ernst genug ans Herz legen, dass ihr darüber ganz klar euch auch informiert. Dass ihr nicht sagt, ich habe jetzt einen Job und dann bleibt es dabei. Dann mache ich in dem Job das Beste, was ich kann. Das ist falsch. Ihr müsst, wenn ihr einen Job habt, das Beste machen, damit sozusagen auch dann keiner sagen kann, der hat nichts gemacht, dass ihr am Schluss auch darauf bestehen könnt, dass ihr ein gutes Zeugnis bekommt. Und in dieser Zeit müsst ihr gucken, dass ihr schon was anderes findet, dass ihr eure Fühler ausstreckt, Gespräche führt und sagt, du, ihr seid jetzt bei der und der Firma, denn denkt immer dran, jemand, der noch wo arbeitet und geht dann woanders hin, hat einen höheren Stellenwert, als wenn er entlassen wurde und der braucht dann einen Job. Da gehst du doch ganz anders in die Verhandlung. Das heißt, wenn du einen Job hast und du guckst nach einem anderen Job, dann gehst du doch hohen Hauptes und geraden Kreuzes in diese Verhandlung rein und sagst, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, ich wäre bereit, den Job zu kündigen, aber ich habe einen Job. Es ist nicht so, dass ich jetzt bei Ihnen arbeiten müsste, aber es wäre mir ein Vergnügen. Und wenn es dann heißt, es geht um 200 Euro, dann sagst du, ich möchte gerne 300 Euro. Das geht dann. Weil wenn er dann sagt, nein, dann könnt ihr immer noch gehen. Dann habt ihr immer noch einen Job, dann könnt ihr gleich zur nächsten Verhandlung gehen. Also, zu Hause aufs Wohnzimmer, auf die Couch setzen und sagen, ich esse noch ein paar Nüsse und ein paar Chips, dann legt man noch eine Cola dazu, es geht mir ja gut. Macht es nicht. Fangt an, das ist ein Beispiel jetzt mit der LSG. Das ist sozusagen, hier werden Dinge gegeneinander ausgespielt und es wird Zeit, dass jeder, der einen Job hat, anfängt jetzt anders zu denken. Mehr wie ein Selbstständiger zu denken, mehr wie ein CEO zu denken. Und ihr müsst damit klarkommen, wenn ihr das nicht macht, dann verliert ihr. Dann bleibt ihr auf der Strecke. Und ihr wisst ja, also wenn ich mit Leuten spreche, die zum Beispiel Hartz IV und solche Sachen, ich meine Sozial, SPD, ich sage nur, ja, CDU ist auch nicht besser, aber nur mal, dass man sagt, die, von da kommt es, von einer sozialen Partei, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, ist nicht politisch gemeint, sondern einfach nur, weil es Fakt ist. Wenn ihr also im Endeffekt die Reden hört, dann wissen die und dann sagen die ganz klar, ich werde permanent gefordert, ich muss dauernd irgendwas machen, was ich gar nicht machen will, ich kriege gar keine Ruhe und komme gar nicht mehr, also das ist kein Sonnenschein. Da hockst du in irgendwelchen komischen Meetingräumen und musst dir irgendeinen Scheiß vorne anhören, nur damit du deine Miete bezahlt bekommst. Das kann doch nicht der Weg sein. Also bitte, es gibt einen extremen Tipp und einen extremen Mehrwert. Ich bitte euch, fangt an, euer Leben in die Hand zu nehmen, fangt an, darüber nachzudenken, dass es eben nicht ausschließlich reicht, einen Job zu haben, sondern ihr müsst weiterdenken. Und jetzt kommen wir nochmal ganz klar zu dem Fakt LSG. Warum verkauft die Lufthansa die LSG? Naja, man will noch mehr Geld verdienen und ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie CEOs und wie so Vorstände miteinander umgehen und was natürlich da geht es ums Geld, da geht es um Macht, da geht es um Stellungen. Das heißt also, die haben sozusagen wie so ein Schachbrett, das ist mir auch übrigens aufgefallen. Ich meine, da haben die jetzt in der Lufthansa-Lounge in Frankfurt haben die ein Schachbrett aufgestellt. Das sagt doch auch alles. Ich meine, da war noch nie ein Schachbrett. Jetzt ist da ein Schachbrett in der Lufthansa-Lounge. Und da sollen wir praktisch lernen, also das heißt gucken, so spielen die da oben mit uns. Fakt. Die spielen da oben Schach und sagen, den schieben wir weg und den machen wir weg und dann kommt der Reiter und dann kommt der Turm. Ja? Und wenn zum Schluss kommt die Königin und der König und dann geht's voran. Ja, ich meine, so ist das. Wenn ihr dieses Schachspiel nicht anfangt zu spielen, dann bleibt ihr auf der Strecke. Das ist Fakt. Und das ist traurig. Natürlich ist es traurig. Weil, ich habe jetzt auch gerade hier heute in der Swiss Lounge, und das ist das, was ich ja so schätze, wirklich. Ich schätze diesen Service der Mitarbeiter, ich schätze diese Freundlichkeit. Aber es gibt schon Unterschiede. Es gibt schon Unterschiede. Die älteren Mitarbeiter werden sozusagen alleine gelassen. Also die älteren Mitarbeiter, die schon 20 Jahre hier bei der Swiss arbeiten, da sagt man, ihr macht das schon, das kommt schon hin, das schafft ihr schon. Und eigentlich sind sie völlig alleine gelassen. Keiner von den wichtigen Ansprechpartnern da oben hat sich die Mühe gemacht, diese Leute zu betreuen und sie mitzunehmen. Sie mitzunehmen in eine andere Situation. Nämlich, dass es sich verändert.
Und die Jungen, die kommen damit klar. Also die jungen Leute, das sehe ich, also die sind präsent, die wissen, dass sie selbstständig da immer dranbleiben müssen, die wissen, dass sie sich durchsetzen müssen. Also da kommt eine andere Generation, das ist so. Das war ja aber auch schon immer so. Das habe ich selbst ja, wie ich jung war, gemacht und dann waren andere immer oft sprachlos. Aber ich habe als junger Mensch immer gerne von den Älteren gelernt. Und jetzt ist der Punkt, dass Ältere anfangen müssen, sich bei den Jüngeren das anzugucken und zu sagen, das ist nicht schlecht, das mache ich jetzt auch so. Wer noch Interesse hat, ein bisschen mitzuspielen. Wer natürlich nicht mitspielen will, kann seine Zeit, wenn er einen festangestellten Vertrag hat, und die haben ja alle noch einen Gott sei Dank noch einen festangestellten Vertrag, kann die hier absetzen. Kann dann sagen, was soll's, ist mir sowieso wurscht, aber ich sehe es an den Gesichtern, wer noch mit Freude dabei ist, und ich sehe es an den Gesichtern, wer schon längst abgeschlossen hat. Wer sozusagen aufgegeben hat und wer von den CEOs der Firmen im Stich gelassen wurde. Und zwar nicht nur hier in Zürich bei der Swiss, sondern das ist bei allen Firmen so. Das ist nicht nur bei Austrian, das ist nicht nur bei der Lufthansa Group oder insgesamt. Das ist in allen Firmen da draußen so. Das ist weltweit so. Und es ist, ja, wie habe ich das letztens, auch so eine extrem populistische Schlagzeile vom Spiegel, ja. Ich gucke ja immer mal rein, was sie so für Headlines haben und so, und bin aber jetzt kein Abonnent von denen, sondern ich schaue mal Spiegel, ich schaue mal Stern, ich schaue mal Bild und so. Da haben die vom Spiegel, und das war ja, wenn man so will, eine Zeitung, die eigentlich sich um ernste Themen gekümmert hat, die also auch Fakten gebracht hat. Und da ist doch schon das eine oder andere ins Wanken geraten. Also das ist auch schon, wie gesagt, sehr populistisch, es ist sehr bildzeitungstechnisch. Das muss ich gerade überlegen, wie haben die das formuliert? Warte, ich muss noch mal gucken. Hab's wieder. Das war so formuliert, so ungefähr wie, die Jungen gehen heute auf die Straße, um für die Umwelt sich einzusetzen. Wo bleiben die Alten? Was für eine Frechheit. Also diesem Journalisten hätte ich wirklich mal ein bisschen mal so ein kleines Nüsschen mal verteilen müssen. Was fällt dem eigentlich ein und was fällt dieser Chefetage ein, das überhaupt zu genehmigen, so ein Artikel? Das ist wieder Jung gegen Alt ausspielen. Das trägt nur dazu bei, junge Menschen gegen alte Menschen auszuspielen. Es trägt nicht dazu bei, etwas für die Umwelt zu tun. Und das geht diesem Redakteur auch nicht um die Umwelt, sondern es geht ihm wie immer um die Schlagzeile, um viele Klicks und viele Leute, die ihm folgen sollen. Ich habe ihm das aber ganz klar in seinen Dings da reingeschrieben, wie populistisch dieser Journalist gearbeitet hat, weil ich es unverschämt fand, solche Schlagzeilen zu produzieren. Also, das ist wie bei der Rente. Da heißt es Altersgerechtigkeit und die jungen Leute kommen jetzt und die Alten, die haben das, die jetzt ihre Rente kriegen sollen, die müssen davon was abgeben. Was für ein Dummsinn! Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die haben ein Anrecht auf ihre Rente und zwar auf einen verdienten Ruhestand, auf einen entspannten Abschluss. Und da geht es nicht darum, dass wieder irgendwelche, Entschuldigung, von diesen Sesselfurzer-Politikern kommt und meint, sagen zu können, wir machen mal jetzt die Jungen so ein bisschen, ne? Und das kommt leider, leider extrem viel von der FDP. Leider extrem viel FDPler sind da drin, die also jetzt die jungen Leute gegen diese Älteren da ausspielen und sagen, wir müssen die Renten kürzen und es muss jetzt für die jungen Leute gedacht werden. Ich sag mal, hackt es oder was? Sind die noch ganz klar? Wissen die überhaupt, wovon sie sprechen? Könnten sie nicht mal endlich was Konstruktives machen, eine Geschichte bringen, die von Dauer und die auch eine Überlebenschance hat für beide und die nicht A gegen B ausspielt. Also ich fand es unverschämt. Also ihr seht, es ist in allen Bereichen so, es ist in allen Bereichen extrem Kampf angesagt und wer sich jetzt auf diesen, nein, nein, ich will sogar nicht sagen, es herrscht Krieg. Ich finde, dass da draußen ein Krieg entflammt ist, der Schwache gegen Starke schickt, der Junge gegen Alte mobilisiert, also regelrechtes ein Gegeneinander-Wust, Kampf, den niemand gewinnen kann. Das kann man nicht gewinnen. So ein Kampf, der da draußen gerade losgegangen ist und der, so ich finde, so die letzten 3, 4 Jahre extrem zugenommen hat, produziert eben diese miesen Schlagzeilen um, ich weiß nicht, das Catering, was mir letztens einer schrieb, das LSG-Catering kommt ja sowieso schon aus Tschechien. Ich meine, das macht traurig. Also das, hier geht es um Menschen, hier geht es um so viel. Also,
Aber ich finde das schade. Jetzt habe ich wieder, ich glaube, extrem lange gequasselt. Aber das muss ich loswerden. Ich musste das sozusagen jetzt loswerden, weil ich es dramatisch finde. Und liebe LSG-Mitarbeiter, ich meine, ich gehe davon aus, ihr kommt schon irgendwie klar und ihr werdet das schon in irgendeiner Form machen. Und also ich bin im Gedanken bei euch. Ich danke euch, sollte jemand weggehen, den ich nicht verabschiedet habe, weil er gehen will oder weil er schon vorab geht oder weil er sozusagen gegangen wird, weil da eben Kündigungen irgendwas im Raum stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ihr wart eine große Freude und alle, die noch da sind und denen ich weiterhin natürlich begegnen werde, ich freue mich jeden Tag auf euch. Bitte bedenkt das. Und das geht nicht nur mir so, es geht bestimmt vielen anderen so, die hierher kommen, die sich erfreuen, euch zu erleben, euren Service zu genießen, eure Leistung zu genießen. Ob das in der Küche ist, ob das beim Tellerwaschen ist oder ob das im Servicebereich ist. Also ich bin immer großer Freude und wünsche allen, die das, wo ich das Vergnügen haben durfte, euch zu begegnen, für euren Weg alles, alles Gute. Also egal was kommt, ja, ihr müsst es in die Hand nehmen, dann kommt ihr auf jeden Fall irgendwo unter. Wartet nicht bis zum Schluss und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ihr wisst ja, nette Menschen treffen sich immer zweimal im Leben. In diesem Sinne, tschüss.